Flughafen Frankfurt. Die Airport-Zöllner Jan Rademacher und Roland Koch haben wieder ihren Kontrollbereich gewechselt. Bei der Einreise will ein Geschäftsmann gerade ordnungsgemäß 30.000 Euro anmelden. Philipp, 17 Jahre, der schnellste Läufer. Rebecca, 15 Jahre, die jüngste Abiturientin. Johann, 15 Jahre, das Gedächtnis-Superhirn. Enrica, 13 Jahre, die selbstbewusste IQ-Queen. Und Jakob, 13 Jahre, der Schachwunderknabe. Manfred Glanzner hat mit Trikes und Bikes auf die richtigen Pferdestärken gesetzt. Seinen Entschluss, Deutschland zu verlassen, hat er nie bereut. Es gibt Sachen, die man vermisst. Auch nach 17 Jahren immer noch. Aber nein, also ich bereue es eigentlich nicht, nein. Drei Deutsche haben es geschafft. Ihr Traum vom Neustart im Sonnenscheinstaat hat sich durch harte Arbeit erfüllt. Der Hamburger Hafen ist das Einfallstor für Schmuggelware und Markenfälschungen aller Art. Die beiden Zollfahnder Jürgens Krei und Dietmar Schulze haben wieder einen verdächtigen Seekontainer entdeckt. Als sie die ersten Kartons öffnen, ist die Enttäuschung groß. Das sind keine markengeschützten Schuhe, die Marke sagt mir gar nichts.